Es gibt noch Treue und Mut auf der Welt. Ritter von Greim und Fräulein Reich, ich freue mich, dass Sie beide gesund eingetroffen sind, zumindest einigermaßen. Bitte. Wir waren unter schwerem Beschuss, konnten dann aber doch noch in Gatu landen. Von da an war auf den Straßen kein weiteres Durchkommen mehr möglich. Also haben wir uns einen Fieseler Storch besorgt und sind direkt über die russischen Linien geflogen und auf der Ost-West-Achse gelandet. Ein paar hundert Meter von hier. Kurz vor der Landung hat uns dann die russische Artillerie doch noch erwischt. Ein Telegramm von Göring. Das hat mich gestern erreicht. Lesen Sie. Des Endes bleibt mir nichts erspart. Keine Enttäuschung, kein Treuebruch. Keine Ehrlosigkeit und kein Verrat. Hinterher bereut man, dass man so gut war. General Ritter von Greim, ich ernenne Sie hiermit zum Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Zugleich befördere ich Sie zum Generalfeldmarschall. Mein Führer, ich werde Sie nicht enttäuschen. Danke, Krebs. Freut mich, dass Sie dabei sein können. Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich. Ich habe ja gar nichts davon gewusst. Danke. Stellen Sie sich vor, vorhin, als ich unterschreiben muss, habe ich doch glatt vor lauter Aufregung fast mit Braun unterschrieben, statt mit Hitler. Das B muss ich wieder durchstreichen. Gibt es schon Antwort auf unser Telegramm an Keitel? Gibt es Neuigkeiten von Wenck und seiner Armee? Nein, mein Führer. Tut mir leid.